Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ocean's Horn 2 fürs, ja hier bei mir fürs iPad, sonst bei euch für iOS. Genau, wir sind ja hier drüben jetzt auf der anderen Insel sozusagen, auf diesem tropischen Paradies und schauen auch mal direkt hier in unsere Karte. Da können wir sehen, was wir machen. Ne, Quest, Lagune, Schlüsselstraße, Schlüsseltruben, Hohnester. Erkunde Submeere, um Einheimische kennenzulernen. Leute haben wir noch nicht gesehen hier, deswegen versuchen wir die mal zu finden. Laufen wir mal ein bisschen rum. Richtig viel müssen wir nicht rumlaufen, denn wir sehen ja schon, dass da der Pfeil hinzeigt. Den laufen wir da einfach mal hin. Das Einfachste, würde ich sagen. So. Sieht schon ein bisschen anders aus als die andere Gegend. Das war recht schön. Aber guck mal, es ist ja auch schon... Da sind schon wieder diese drei Türme. Da oben ist wahrscheinlich wieder der Boss zum Schluss. Aber es ist nicht immer so, dann wird es ein bisschen langweilig. Aber, naja. Oh, danke, dass du mir das sagst. Ich habe diese Treppen überhaupt nicht gesehen. Die sind für mich aus dem Nichts aufgeploppt. Mann, deswegen renne ich doch dahin. Die Tante. Warte hoch. Oh. Boah. Was ändert? So. Remember to keep moving. It can attack you from below. Oh, warte. It's over. It's over. We conquered the sector. Darüber springen bestimmt, ne? Perfekt. Oh. These beaches are just beckoning us to go swimming. Ja, dann geh doch ins Wasser. Nichts so cooles da im Wasser. Aren't you afraid of what might be hiding beneath the waves? Wir können runtergehen, okay. Like what? Ah, you've never seen a Goliath fish. Ein bisschen. Is it nasty? Das ist natürlich ganz geil für diesen. Oh yes. And hard to catch. Not as hard as a ghost fish, though. Oh. That's a real killer. Ah, Mist. Another winged pest. Oh Mist. Wollte ihn eigentlich mal schon. So. Ekliges Ding. Erinnert mich an diesen an Centipede. Kennt ihr das Spiel noch aus dem Atari? Das war. Das Ding sah genauso aus. Yes. Ich bin ja eigentlich unterwegs, wenn man die ganze Zeit was. Das ist ja schon nicht schlecht. Alright, Bug. You had it coming. So. Also richtige Menschen haben wir nicht gefunden. Also mehrere. Ihr auch irgendwas gemacht da? Nö, stand nur rum. Das ist geil, ne? Also ich meine, in so einem Eifer des Gefechts hat man noch keine Zeit, jetzt da groß die Befehle zu geben, wo die hingehen sollen, oder? Also finde ich jetzt... Oh, wir müssen irgendwie da längs. Täuscht? Ach, wir müssen vielleicht da hoch und dann um die Insel rum? Ich weiß nicht, warte mal, ich muss auch mal kurz was machen hier. Ich muss kurz mein Mikro ein bisschen anders einstellen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, so der Ton. Keine Ahnung. Ich wollte nur den. Das nervt mich gerade, weil der liegt da so ein bisschen. Oh, da kommt halt Linz. Watch out for that cactus! Okay, immer nur ein Leben. Also, das ist nur. Das ist natürlich gut für uns, ne? Aber wir gehen mal hier hoch. Hier müssen wir richtig viel erforschen, überhaupt mal irgendwelche Leute zu treffen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier oben welche finden. Erstmal werden ein paar Steine auf uns runtergeschossen. Ne, wir gehen ja hier längs. Glück gehabt. Die müssen sich ja irgendwo verschanzt haben hier, versteckt haben das Volk. Speichert? Oder? Was sagt ihr? Da oben vielleicht? Ja. Ich will, dass ich da hingehe. Da kommen wir, hier kommen wir doch nicht durch, oder? Oder können wir da irgendwo hochklettern?
Nee, ich denke mal, wir müssen einmal außen rum. Das können wir ja machen. Tatsächlich müssen, glaube ich, komplett einmal außen rumlaufen. Seht ihr das? Kommen wir da gar nicht hin. Kann das sein? Dann lassen wir es mal machen. Gucken wir mal. Da können wir zumindest mal hochklettern. Das machen wir kurz. Diese riesen Ketten, die halten auch irgendwas zusammen da, oder was ist das? Auch komisch aus. Dann ist eine Höhle. Da mal rein. Sieht aus wie eine Höhle. Oh. Also wir gehen mal hier längs. Wenn das richtig ist. Aber es sieht mir so fast aus, als ob wir da vorne hin sollten. Aber da ging es ja nicht weiter. Aber da hinten ist eine Höhle. Da gehen wir jetzt mal durch. Oder ein Durchgang. Irgendwas ist da. Forst müssen das Ganze ja hier. I didn't see this one coming, but we dealt with it. Wow, ordentlich Munition gefunden hier. Sehr gut. Versuche alles einmal einzusammeln, dass wir ein bisschen Leben noch wieder bekommen. Okay. Hm. Aber ich glaube, wir kommen da jetzt nicht daran. Uferklippe Submeria. Ich treffe mit dir ja da. Okay. This is one of the Thunderstones. Hier ist einer von den Donnersteinen. Okay. A shocking view. Aber wir sollen doch gar nicht gegen die kämpfen, oder bin ich das verkehrt? Sollten wir nicht... Was? Erstmal war doch viel wichtiger. Finde zur Story Donnersteine. Ufer klären. Aber das ist doch gar nicht unsere Quest gewesen, eigentlich. Oder? So. Naja. Warum versuchen wir das mal? Das geht's ja. Weiß noch nicht wie. Immer Leben verlieren. Kann das wirklich ein Problem werden. Boah.
gar nicht unsere Aufgabe, diesen blöden Stein zu zerstören. Machen wir sie dann nochmal, wenn wir schon hier sind. Oh nein, verhau ich nicht. Noch ein Stein noch, glaube ich. Oh, das war's. Ich glaube, hier hätten wir noch gar nicht hin sollen. Aber nun sind wir ja schon da gewesen. Wir müssen auch nochmal die Leute suchen gleich, damit wir irgendwie die Quest, glaube ich, bekommen. Wir sehen können, sollen wir hier noch echt noch nicht sein, weil hier geht es auch nicht weiter. Hier geht es unten weiter. Da kann man runterhüpfen, aber dann kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter. Nee, also gehen wir erstmal zurück und suchen die Leute. Bisschen wehr das Ganze, aber was soll's. Blöd. Okay, let's continue. Ja. Sind wir wahrscheinlich noch den anderen Donnerstein. So, die Ketten folgen. Aber jetzt müssen wir einmal zurück, dann müssen wir einmal darüber, weil ich glaube, kam man bestimmt irgendwie hoch und ich habe es nicht gesehen. Gut sein. Probieren's mal. Dieses Mikro. Das Mikro macht mir wirklich ein bisschen zu schaffen. Aber naja, egal. Ich muss mal irgendwie eine neue Haltung für dieses Mikro haben hier. Dreht immer so ein bisschen durch. Dreht in die falsche Richtung, aber so. So von daher. Und ja. Da ist die Kiste auf jeden Fall. Die wollen wir. Ja. Was ist das Maske gehört? Dafür bekommst du 120 Münzen. Geil. Vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht. Wir müssen jetzt nochmal auf die andere Seite laufen. Ein Gefühl ist, ob wir hier irgendwie verkehrt waren. Ja, auch nicht schlecht. Aber das ist natürlich doof, dass man da die Quest überhaupt anfangen kann, weil das hätten die auch anders lösen können. Wenn die gar nicht erst anfangen kann, die Quest. Aber naja, haben wir das schon entdeckt, das ist so. Man sieht, also diese Ketten gehen überall in irgendeine Richtung hin, das heißt, man findet die überall. Wir haben bestimmt auch noch mehr von diesen Donnerblitzen da zerstören. Jetzt gehen wir erstmal hier hin, weil ich glaube, das Volk ist hier oben irgendwo. Beziehungsweise auch nicht. Vielleicht muss ich jetzt auch nur die Donnerblitze finden, weil das die neue Dings ist. Dass ich das jetzt nicht mehr finde. Jetzt kann ich die nicht mehr finden. Na gut, dann folgen wir einfach dieser anderen Mission hier. Dann laufen wir jetzt mal da hinten hin, wo wir. Ach, wie kommen wir denn da hin? Hier geht's nur runter. Müssen wir wieder runter zum Strand, ne? Anscheinend müssen wir da runter. Okay. Von der Kante längs gehen. Wir einmal raus und rumlaufen. Ich sehe ja eine fette Schatzkiste. Irgendwas Cooles ist da bestimmt. Alter, warum macht ihr hier so eine scheiß Kante, wenn da nichts kommt? Dumm ist denn das? Oh.
Na gut, wir lassen mal da hängen. Wir müssen irgendwo da hinten hin. Da runterspringen kann ich nicht. Da unten sitzt doch hier jemand auf dem Stein da unten. Da gehen wir mal hin. Oh. Another spicy one. Wir gehen mal zu denen hin. Sind das Kiemenvölker oder kann ich mit ihm reden? Wow. Sieht doch aus, ganz friedlich aus. Im Ozean schwimmt jede Menge Schmutz. Okay, also da müssen wir irgendwie rüber, wie man sieht. Aber wie? Warte mal, müssen wir die Quest jetzt mal angucken. Haben wir jetzt eine Quest bekommen? Haben wir ja gar nicht in dem Sinne. Quest. Die große Lagune. Finde und zerstöre die Donnersteine. Ja, toll. Aber wie kommen wir denn da rüber, ist die Frage. Muss wahrscheinlich irgendwas finden, damit man schwimmen kann oder so. Oder was? So einfach nur so rüber kommen wir ja nicht. Oder müssen wir mit unserem Flugzeug rüberfliegen? Geht das? Das ist nicht. Wir müssen mal ganz kurz da hoch. Ich muss einmal gucken, ob ich da oben irgendwelche Leute finde, weil irgendwie haben wir, glaube ich, irgendwas übersprungen. Jetzt hängen wir hier im Salat. Wir kriegen ja garantiert irgendwas, damit wir auch auf die anderen Seiten kommen. Bloß ich habe hier keine Menschen gesehen weiterhin. Aber ich glaube, es ist eine Stelle, wo man hochklettern konnte und ich habe es einfach übersehen. Wo wurde das ja hier oben angezeigt, ne? Also jetzt hätte ich gesagt, dass ich hier mit meinem Haken da irgendwo hochkomme. Das sieht nicht so danach aus. Hm. Jetzt die Frage, wie wir natürlich zu den anderen Dingern da rüberkommen. Schön, dass wir ein paar Münzen bekommen. Den ganzen Weg von da gekommen, oder nicht? Kommen wir denn jetzt da rüber? Ich verstehe es nicht. Ich renne jetzt nochmal da runter. Nein! Oh, das war dumm. Das war wirklich dumm. Hat auch weh ein bisschen. Binde und zerstöre die Donner. Ja, die ganzen Gegner wieder. Können wir da hochziehen zu dem? Das
Jetzt suche ich mal, bin ich ja da oben, warte mal. Cool. Aber hier kommt man nicht weiter, ne? Schade, ich dachte, es wäre jetzt hier, wenn wir hier oben sind, irgendwas machen können, aber hier oben ist gar nichts. Guck mal, nur Dornen da oben. Hätten wir hier gar nicht hin sollen. Also Menschen haben wir ja nicht gefunden. Wir haben so ein paar feindliche Völker gefunden. Ob die gemeint waren dann? Weiß ich nicht. Gehen wir mal runter. Wir müssen ja irgendwie darüber kommen. Bloß wie. Remember to keep moving. We can attack you from below. Auf, wir machen was anderes. Da ist ja dieses Symbol drauf, da schieße ich jetzt mal gegen. Wir haben ja so mehrere Schüsse, pass mal auf. Vielleicht können wir jetzt mit unserem Eis-Ding, das sieht ja so ein bisschen danach aus. Oh, das war das Falsche, nicht ausgewählt. Zack. Jetzt aber. Ah, ich muss erst die Waffe loswerden hier. Okay, jetzt. Passiert nichts, aber er ist doch bestimmt gemeint, dass wir das benutzen sollen für irgendwas. Bloß für was, ist die Frage. Hier drauf nutzen und dann darüber treiben? Was ist damit gemeint? Anscheinend, wir versuchen es mal. Okay. Bleib leider weg. Da ist einfach mal so ein Monstrum drin. Okay, sollen wir mal versuchen, mit dem Eis da rüber zu kommen? Geht doch gar nicht. Das ist wahrscheinlich gemeint, ne? Okay, pass auf. Das geht nicht? Scheiße. Ich weiß nicht, wann das wegschmilzt. A Tetraod. Wir kommen auch so oder komplett damit rüber. Nein. Den steuern kann ich es auch. Ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann komme ich da vielleicht ganz rüber mit dem Eisding. Ich denke, dass das schmilzt uns jetzt weg. Aber wenn wir draufstehen, schmilzt es ja anscheinend nicht weg. Meine Leute sind nicht dabei, das macht aber nichts. Wir sollen ja auf jeden Fall darüber. Und das Ding auch nochmal zum Steg. Nein. Okay, sind wir drüben. Okay. Gut, was uns hier erwartet, gucken wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.